Und wie gesagt, warum er 4 Notenblöcke genommen hat. Keine Ahnung. Das ist so echt der. Das ist so der Obershit. Hey, so, über was könnte ich denn sonst noch reden, außer wieder übers Essen? Mist, mir fallen keine Gesprächsthemen mehr ein. Nein! Was kann ich denn jetzt nur? Ja, Pizza, genau. Das kann ich reden. Das ist Pizza. Pizza ist super. Das hat ein bisschen Spaß. Verdammt. Ah, gut. Ist noch zu retten. Oh, oh. Halt. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So. Ich habe immer einen Fortschritt gemacht. Das ist gut. Ich will dieses Labyrinth noch schaffen heute. Das ist so ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Je nachdem, wie ich jetzt hier noch vorankomme. Aber ich meine, ich bin auch schon über der Hälfte. Ich hoffe jedenfalls, ich bin schon über der Hälfte. Obwohl ich glaube, er hat einen Mittelpunkt sogar gesetzt. Also nicht direkt einen Mittelpunkt-Checkpoint, aber keine Ahnung. Verdammt, das hat mich da durchgeglitscht. Das ist halt das Problem bei den 4er-Blöcken. Wenn 2 Blöcke dich in eine Richtung drücken, also in gegengesetzte Richtung, dann glitschst du da durch. Und ja, so kann man auch ganz blöd an Stellen kommen, aus denen man sich einfach nicht mehr retten kann. Gut, das war jetzt irgendwie da rein und ich weiß nicht wie, aber wir sind weiter. So, jetzt muss ich da unten irgendwie durch. Da glitscht er sich natürlich nicht durch. Nein, nein, nein. Komm schon. Irgendwie. Also ich hatte da oben einen Notenblock. Ich probiere jetzt eins. Komm schon. Los. Jetzt da durchglitschen. Komm schon. So. Ich weiß nicht, ob ich schon über der Hälfte bin oder nicht. Oder keine Ahnung. Nein. Nein, nein, nein. Aus. Aus, böser Klempner. Du böser Klempner, du. Oh, das war jetzt scheiße. Das war jetzt richtig scheiße. Da konnte ich ihn schon besser, den Mario. Leg mich ja mein italienischer Hintern. It's me, Mario. Ja, das war schon besser. Ich habe halt auch so eine helle Stimme. Da geht das, glaube ich, noch eher. Also wenn jetzt einer mit so einer rauen Stimme ankommt, sagt, It's me, Mario. Ja, das würde aber zum Schnauzer passen. So. Ich wollte schon sagen, der Pizzabäcker. Aber Mario ist ja kein Pizzabäcker, er ist ja immer noch Klempner. Deswegen auch die Rohre. So? So, weil ich mich frage, wer Pflanzen in Rohre reinstopft und warum? So nach dem Motto, ich will dich nicht mehr, zack, packst du eine Pflanze und stopfst einfach in den Abfluss rein. Ja, tschüss, Pflanze, ich mag. Bist ausgesetzt. So wie wenn man einen Hund am Straßenrand aussetzt. Und deswegen kommt die Pflanze halt immer wieder raus und rächt sich dann an den Leuten, die sie ausgesetzt haben. Genau so ist das. Ich speichere jetzt einfach mal. Vielleicht war das ein Fehler, aber ich glaub's nicht. Ich glaub, das war kein Fehler. Das war wiederum ein Fehler. Ich muss jetzt hier da. Na. Ich muss da jetzt durch. Komm schon, los, 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 Mario, los, los, Mario, komm schon. Ja, 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 ja. Ah, gut. Gut, 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 gut. Verdammt. So, dann. Nein, wir wollen weiter runter, wir wollen weiter runter. Das sieht gut aus. So, Fortschritt. Fortschritt. Miss Fortschritt. Ich meinte Miss Fortune. Nein, doch schon Miss Fortschritt. Gut. Nein. So. Lieber hier nochmal. Hier fühle ich mich sicher. Nur in diesem Tunnel nicht. Deswegen möchte ich da wieder raus. Nein, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. Oh, danke. Und irgendwo bringt es einer vom Eck ein Bier vorbei. Was super wäre, aber ich bin ja hier ganz alleine. Das soll mir da ein Bier vorbeibringen. Manu. Manu. No. So. Komm schon. Habe ich eine geschrieben?
Keiner schreibt mir. Alles gemein. Alles Assis. Alles Assis. Alles Assis. Alles italienisch. Nein, nein. Oh. Alles blöde Assis. Ich habe teils mit der Stimme doch wieder Probleme. Aber, ja, komm schon. Bravo, Mario. Bravo, Mario. So. Oh, das ist ja eigentlich... Ich bin jetzt schon so weit und ich sehe noch kein Ende. Oh, 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 oh. Da war eine Messagebox. Da war eine Messagebox. Die würde ich jetzt doch gerne sehen. Sobald ich da unten durch bin. So, gut. Jetzt komm schon da durch. Da. Jetzt. Mario. Please. Oh, das war... Nein. Oh, komm schon. Oh. Puh, verdammt. Ist das besser? Ich glaube nicht. Nö, das war so ziemlich gleicher Fortschritt. Da habe ich mich jetzt wieder durchgeglitscht. Habt ihr es gesehen? Ich werde es in Zeitlupe zeigen. Ich werde es in sowas von in Zeitlupe zeigen. Awesome Zeitlupe werde ich dazu schreiben. Epic Boing Guy. Ja. Epic Boing Guy. Blitzel dich beim Scheißen treffen. So. Na. Epic Boing Guy. I wanna be the Epic Boing Guy, oder? Das wäre eigentlich eine geile Idee von Mario Hack. I wanna be the Epic Boing Guy und dann so 10.000 Level nur aus Notenblöcken. Bowser-Kampf auf Notenblöcken. Kann man sich da nicht durchglitschen? Nö. Leider kann ich das noch nicht kontrolliert glitschen. Das ist immer mehr oder weniger Zufall. Aber wie gesagt, wenn zwei Blöcke einen irgendwie in entgegengesetzte Richtung drücken oder in die gleiche, wie es sich ganz genau zusammensetzt, kann ich eben nicht sagen, aber dann... Es ist immerhin nicht Eduard Laser. Das ist immer noch, immerhin, ja... Wie war das nochmal? Das eine hat die Qualität von einem Softporn und das andere ist Two Girls, One Cup. Eduard Laser, definitiv Two Girls, One Cup. So, jetzt komm schon. Nein! Kann ich das retten? Nö. Du bist nicht mehr zu retten. Ja, ja klar, du bist nicht mehr zu retten. Ich entwickle mich zurück. Ich entwickle mich einfach... Irgendwann laufe ich auf einmal bucklig hier raus mit einer Keule in der Hand und sage... Du, das Raubaff. Hau dann einfach irgendeinen nächstbesten eine über. Schleif dir den Haaren mit und dann... Ja. Dann, keine Ahnung. Dann Baum. Mann. Nein. Kein Epic Boing Guy mehr. Kein und dann. Und dann. Kein und dann. Und dann. Kein und dann. Und dann packe ich dich, stopf dich in dein Notenblock-Labyrinth und guck, wie du elendig verreckst. So. Nein! Nein. 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 Aus. Boing. Ich werde einen Tinnitus davon haben. Ich werde definitiv einen Tinnitus davon haben. Warum mache ich das eigentlich? Die Musik ist echt geil. Die läuft ja auch sogar fast kontinuierlich durch, aber... Oh. Nein! Diese Stelle! Oh, ich hasse sie. Das Schlimme ist, wir werden sie noch zwitterstens zweimal machen müssen. Oh, kannst du bitte runterfallen, Stachel? Danke. Nein! Warum? Warum hast du das oben nicht zugemacht? Maisi. Maisi, antworte mir. Direkt. Ich werde ihn jetzt vielleicht anschreiben und fragen, warum er das nicht zugemacht hat. Und ich will eine Antwort haben. Komm schon. Nein. Jetzt komm schon.
kann man sowas schön wie einen Notenblock nur sowas zusammenbauen? Ich verstehe es nicht. Mensch, wenn du jetzt ein Auto hättest, würde ich jetzt sagen, hä? Tja, Reifen, hm? Ja, kannst du gucken, dass du auf dem Felgen weiterfährst. Oh Mann. Komm schon, jetzt aber. Ich speichere jetzt einfach. Na, super. Das hat's gebracht. Egal, ich habe immer keinen Epic Boing Guy mehr. Jetzt muss ich da noch reinkommen und... Oh. Muss ich da wieder reinkommen und... Ich muss da jetzt durch diese Passage durch. Nein. Ich will mich da gar nicht zurückglitschen. Nein. Nein! Aus! Nein! Aus! Böse Mario! Böse! Komm schon! Komm schon! Nein, geduckt geht das auch nicht besser. Immer bin ich klein. Groß wäre das Labyrinth die Hölle. In sowas will man nicht groß sein. Jetzt komm schon. Manu! Komm schon, kleiner Mario. Komm schon! Los! 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 Das Erschreckende ist, dass theoretisch gesehen Baby Mario genauso groß ist wie er. Wie soll man das eigentlich verstehen? Wächst Mario einfach nicht mehr wirklich, oder? Warum wächst er nur, wenn er Pilze isst? Soll das eine drogenverherrlichende Anspielung sein, dass Pilze konsumieren einfach einen stärkt, oder? Muss ich jetzt auch hingehen und Pilze rauchen, um zu wachsen? Vielleicht wäre ich mit Pilzrauchen 1,80 groß. Hm. Und dann? Dann rege ich mich auf. Leider müsst ihr neue Kleidung kaufen. Hm. Kann ich keine T-Shirts Größe S zwischen S und XS mehr tragen? Oh, das sah eigentlich gut aus. Egal. Puh, was soll's. Komm schon. Komm schon. Ah, ich könnte mal Hosen finden, die mir passen. Das wäre geil. Die meisten Hosen, die mir dann passen, sind mir entweder zu lang oder sind viel zu weit. Die dann von Länge passen. Dass ich immer so denke, boah. Ich bin nicht fett genug für diese Welt. Hm. Ich fette Sau. Jetzt komm schon. Komm schon. Komm schon. Ist ja auch schlimmer, dass Leute wie ich dann irgendwie die grad mal so 62 Kilo wiegen. Die dastehen und davon reden, dass sie abnehmen müssen. Oh Mann. Jetzt komm schon. Komm schon. Ah. Endlich! Oh, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich bin zwar immer noch in diesem blöden Labyrinth, aber endlich mal weiter. Nein! Er hat es echt oben und unten nicht zugemacht. Nicht mal an einer einzigen Stelle, also... Es hätte das Labyrinth nicht unbedingt deutlich besser gemacht. Okay, es wäre doch deutlich einfacher, wenn es oben zugemacht hätte. Aber trotzdem. Es wäre trotzdem auch sadistisch und gemeint. Das ist so... Das ist sadistisch im Quadrat. Jetzt komm schon. Oh, wie es denn hin und her schlägt. Nein. So. Nein. Hopp, hopp, runter. Nein. Oh. Das Schlimme ist, wenn ich gar nichts drücke. Ich habe jetzt gerade gar nichts gedrückt. So, Nein! Nein! Ich speichere jetzt einfach. Ja, super gespeichert. So. Ja, wir machen Fortschritt. Komm schon, wie lange geht diese Scheiße noch? Maisie!
Mensch, ich hasse dich dafür. Nein, eigentlich nicht. Oh, warum tue ich mir sowas denn an? Warum zur Hölle? Und ja klar, noch mehr Stacheln. Komm schon, jetzt da durch. So, jetzt noch da durch. Wie lange geht das? Ich hab gerade nach rechts geguckt, um zu gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube, ich bin schon eine halbe Stunde nur in diesem Labyrinth drin. Wie lange geht das denn? Alter Schwede. Alter. Na, nee. Komm. Da durch. So, speichern. Und weiter. Ja, so. So und dann da, den Weg, genau. Oh oh. Mist. Mist. Ah, jetzt bin ich immer wieder hier. Nein. Ich will da hin. Oh. Oh Mann, jetzt aber. Wenn dann Leute schreiben, was in ihrem Leben erreicht haben, was hast du denn in deinem Leben erreicht? Ich hab Maisis Notenblock-Labyrinth der Hölle geschafft. Oh cool, und du? Ich hab den Nobelpreis gewonnen. Loser, 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 halt. Ja. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß es nicht. Also. Von den beiden Sachen schon, aber ich weiß nicht, was. Ich habe Safe-Spot. Das sieht jetzt gerade so hoffnungslos aus. Ah, jetzt passt das wieder. Hier speichere ich jetzt nochmal. So. Mist. Ich will tiefer. Ich will tiefer. Ich will tiefer. Nein. 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 So. So sieht das gut aus. Nein. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein ohrenvergewaltigender Mischmasch, aber ja. Oh, das sah aber so gut aus eigentlich erst. Und dann wurde es so scheiße. Jetzt komm schon, hüpf da durch. Ja. Mir fällt langsam nicht mal ein, was ich noch sagen sollte. Also... Ich versuche es noch ans eine Ende des Labyrinths zu kommen und dann beende ich das hier auch mal für heute. Aber ich will jetzt dieses Ende noch erreichen. Ganz ehrlich, ich kam gerade weiter, als ich gedacht hatte. Jetzt komm schon. Los, 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 los. Okay, so. Ich war jetzt gerade so... ich weiß gar nicht, ob das eigentlich schlecht oder ob das sogar... Ich habe immer so, dass ich übers Rewinden dann nach einem besseren Punkt verwisch. Ich will eigentlich gerne hier... Genau. Genau. Oh, so habe ich mir das gedacht. Super. Und weiter geht's im Notenblock-Labyrinth der Hölle. Das letzte Mal. Jetzt habe ich so getan, als hätte ich eine Pause gemacht, aber habe ich gar keine gemacht. Ich habe einfach kontinuierlich weiter aufgenommen noch. Das war nicht mal eine Sekunde. Also, ja. Oh oh. Wie weit komme ich so? Ist es theoretisch möglich? Ist es theoretisch möglich? Vom Timing her. Nee, komm. Lass bleiben. So. Nein, das war scheiße. Wir wollen nach rechts und nicht nach links. Nach rechts. Wir wollen nach rechts in mein Land. Du bist hier in meinem Land. Ich mag Rammstein eigentlich gar nicht mal mehr. Früher mochte ich Rammstein wie sauber. Heutzutage, nö. Ist vieles tot gehört und das, was neu dazu kommt, finde ich nicht so berauschend.
Aber ja, solange es Leute gibt, die es feiern, Respekt, wer es selber macht. So,